Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und hab den Luke dabei. Hallo, ich bin gerade nicht ganz so enthusiastisch wie du, aber schön, dass du uns energetisch hier durchtragen willst. Ja, ich gebe mir Mühe. Du hattest mir ja gestern geschrieben, dass die Quarantäne dich ein wenig down hat. Na, ist ja keine Quarantäne. Quarantäne wäre also, ja, wenn ich krank bin, ist es nur eine freiwillige Isolation. Ja, wir nennen es nur alle Quarantäne, aber... Wir sind ja nur wenige in richtiger Quarantäne. Ja. Das Social Distancing hat mich noch nicht so irgendwie so richtig erwischt, aber dich wohl jetzt schon. Gestern zumindest. Ja. Ich glaube, es sind immer so Wellen bei mir. Und gestern war das erste Mal irgendwie Welle, wo ich dachte, ach, aber ja, geht wieder. Jeff Goldblum hat mich auf deinen Tipp hin dann wieder hochgezogen. Und auch andere Dinge, aber Jeff Goldblum war mitverantwortlich auf jeden Fall. Ja, und an dieser Stelle ein Tipp für alle, die Disney Plus haben. The World According to Jeff Goldblum ist ein Gem von einer kleinen Serie. Ich habe schon mehrmals überlegt, ob ich die reviewen soll, aber ich wüsste nicht mal, also... Was man dazu sagen soll. Was willst du dazu sagen? Es ist halt 10 Minuten lang, es ist großartig, guckt es euch an. Genau, es ist so Jeff Goldblum, der halt cool ist und deswegen ist die Serie lustig, weil der halt sein exzentrisches Selbst ist und das ist cool. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Wir fangen aber an mit einer anderen Disney Plus Serie, die wir auch die letzten Wochen jetzt schon immer reviewed haben, nämlich The Mandalorian. Wir sind bei Episode 5, Chapter 5 angekommen, yes. The Gunslinger, Mando. Unter der Regie von Dave Filoni, der ja auch einer der Leute hinter der Serie ist, aber hier hat er selber Regie geführt. Und ja, hier jetzt als Charaktere sind neu dabei Aemy Sedaris, Jake Cannavale und ja, einige mehr. Und in der Episode landet der Mandalorian auf hier Tatooine. Mhm. Es ist tatsächlich die am schlechtesten bewertete Episode, glaube ich. Ja. Ne? Ja, ja. Ja, ist es. Und ja, was wir davon halten, sagen wir gleich. Aber ja, er landet auf Tatooine, weil er ja nach wie vor auf der Suche nach Unterschlupf ist und nach einem Job in dem Fall. Er hat ja sein Schiff ist beschädigt, weil er... Am Anfang, im Intro der Episode wird sein Schiff beschädigt in einem Dogfight. Genau, und der nächstgelegene Planet ist halt Tatooine, da will er es reparieren lassen. Hat nicht genug Kohle, braucht einen Job und findet halt einen Rookie-Kopfgeldjäger, der quasi bei seinem ersten Auftrag sich ein bisschen übernommen hat und Hilfe braucht. Und dann geht er mit dem los und so weiter. Und mehr erzählen wir vielleicht nicht drüber. Luke, wie fandest du denn die Episode so? Ja, sie war halt so ein bisschen der Midpoint. Das heißt, es passt eigentlich. Sie ist so, Leute würden bestimmt sagen, so, es fühlt sich an wie eine Filler-Episode. Bei 8 Episoden eine Filler zu nennen oder 2 Filler zu nennen, finde ich ein bisschen unfair, zumal auch so der ganze Aufbau. Durch dieses Episodenhafte gibt es halt Episoden, die sind dann eher so weniger thematisch tragend und manche Episoden sind dann mehr thematisch tragend, könnte man sagen, ja. Die quasi so die Grundgeschichte so ein bisschen voranbringen. Und diese Episode, genauso wie die letzte, sorgen zwar für ein bisschen Charakterisierung, aber es ist schon definitiv, was so die... quasi die unseren Blick auf den Mandalorian und unseren Blick auf das Baby angeht, irgendwie so die Episode, die am wenigsten was macht. So, das kann man schon sagen. Sie ist cool anzusehen. Ich finde es immer nervig, wenn in Star Wars irgendwie Tatooine vorkommt, ohne dass die Skywalkers involviert sind, weil das halt so von Anfang an eigentlich so ein mega abgelegener Planet war, an den niemand irgendwie denkt. Und für so einen mega abgelegenen Planeten ist aber ganz schön häufig irgendwie im Zentrum der Geschichte. So, das ist komisch. Aber ja, gut, das ist halt, wie es ist. Was soll ich sagen? Ist halt Star Wars, also muss Tatooine vorkommen. Ne? Also das hat mich schon mal genervt. Vorkommen. Und dann so der ganze Plot von dieser Episode war so, ja, war okay. Ja. Mich hat es nicht vom Hocker gehauen. Ja, mich auch nicht. Ich fand es also definitiv die schwächste Episode bisher. Und ich habe ja letztes Review habe ich so gesagt, ja, also bisher geht mir das Episodenhafte noch nicht so auf die Nerven. Hier hat sich's, also das hängt natürlich, das kann sich natürlich jetzt mit der nächsten Episode ändern, weil ganz am Ende gibt es schon so einen Tease, dass die Handlung dieser Episode irgendwas weiter bedeuten könnte, eventuell, aber es fühlt sich noch nicht so an, ne? Und so ist jetzt dann hier in der Episode einfach, wie du ja gesagt hast, es
wir kriegen eigentlich keine neue Informationen. So, während in den letzten Episoden war immer jedes Mal, auch wenn es episodenhaft war, irgendein neuer Punkt wurde aufgemacht, irgendwas wurde neu weitergesponnen. Und da hatte ich jetzt hier so das Gefühl nicht. Klar, ich bin auch immer so ein bisschen genervt, wenn dann so der Nostalgia-Faktor offensichtlich eingesetzt wird. Also wenn wir schon wieder auf Tatooine irgendwo in eine Kantina gehen. Hat mich jetzt dann, ich habe erstmal meine Augen mega verdreht, wo dann der Funkspruch kam hier so, Mos Eisley, Raumhafen, hier, sie können da landen, habe ich schon gedacht, oh no, no, stop it. Und dann, ja, war es okay, ne? Ich hab da halt nicht diesen Nostalgia-Kick, den viele Leute haben. Also ich denke mir jetzt nicht jedes Mal, wenn ich die Kantina sehe, oh, wo ist die Kantina? Ja, deswegen. Und die Story halt, so, ich fand keinen, also den Bounty Hunter, den neuen, fand ich jetzt nicht besonders spannend. Mhm. Deswegen war jetzt so die Mission nicht so der Kicker. Und natürlich Baby Yoda ist maximal wenig in dieser Episode, was natürlich auch nicht hilft. Größter Minuspunkt. Ja, definitiv. Ich mochte Amy Sedaris in der Mini-Rolle, die sie hatte, weil ich sie mag. Was ich aber bei ihr immer total irritierend finde, ist, dass ich halt ihre Stimme so im Kopf habe aus BoJack Horseman, dass ich sie immer total irritierend finde, wenn ich ihr echtes Gesicht sehe. Aber sie war okay. Aber ja, sonst war es halt jetzt nicht die spannendste Episode bisher. Und ist so ein bisschen schade. Es ist der Midpoint, deswegen ich bin gespannt, wie wir danach weitermachen. Und wie gesagt, es gibt ja am Ende so einen kleinen Tease, dass die Handlung dieser Episode nicht ganz unnütz war. Ja, man wird sehen. Man wird sehen. Ja, dafür, dass die Episode The Gunslinger heißt und so einen auf Western macht, war es jetzt nicht so der Kick für mich. Ich glaube, dass auch ein Punkt davon ist halt, weil die letzten Episoden habe ich ja immer so gesagt, ja, es ist episodenhaft und so auf der Oberfläche, also so rein von der overarching Story passiert immer nicht so viel pro Episode. Aber mir macht es total Spaß, in dieser Welt zu sein. Und hier war jetzt halt die Welt bekannt. So, ne? Also der Aspekt war dann weg. Ja. Und ich glaube, das war auch mit einem Faktor, warum dann der Mangel an neuartiger Story stärker aufgefallen ist, eventuell. Das klingt plausibel. Das ist nachvollziehbar. Ja, ich weiß nicht, ob ich es daran festmachen kann, dass es für mich so war. Es war einfach so generell alles durchwachsen. Also ich glaube, das war vielleicht auch was mit reingespielt hat, aber einfach, ja, ich habe eingangs gesagt, Filler finde ich ein bisschen unfair, aber irgendwie ist es schon so ein bisschen Filler. Ja, ist es. Es fühlt sich so an. Wie gesagt, es wird sich dann zeigen, wie die Geschichte weitergeht, ob diese der Inhalt dieser Episode irgendwas Relevantes zu sagen hat oder nicht. Aber momentan fühlt es sich ein bisschen fillerartig an, ja. Du kannst auch eine Filler-Episode neben am Ende irgendwas hinpacken und sagen so, das ist auch ein bisschen Cop-out. Aber und macht natürlich dann auch die Episode selber nicht besser. Ja, eben. Ja, sie ist okay. Sie ist jetzt nicht, es ist nicht furchtbar, es ist nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall die Episode, zu der ich am wenigsten sagen kann auch einfach. Das war alles so. Bei den anderen konnten wir wenigstens so irgendwas, auch wenn die kurz waren, gab es irgendwas Interessantes drüber zu reden, aber hier war es generell so, okay, bisschen schade. Ja, in diesem Sinne, mehr kann ich zu der Episode jetzt auch nicht sagen. Ich fand sie jetzt, das ist bisher die Schwächste. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und that's about it. Yo. Ja gut, dann war es das zu Mandalorian und wir spielen einen Trainer. Und du erzählst uns was über Wrestling. Ja. Okay, ich war mir nicht so richtig sicher, ob das hier reinpasst. Deshalb habe ich mit Joe vorher gesprochen drüber, der ist übrigens immer noch dabei ist. Ich hänge halt rum, ne? Als passiver Zuhörer. Ich habe vor einem Jahr circa, ja, ziemlich pünktlich zur letzten WrestleMania wieder angefangen, Wrestling zu gucken. Oder vielleicht ist es nicht so lange her. Ich glaube, es ist egal. Ich habe auf jeden Fall wieder angefangen, Wrestling zu gucken. Während meiner Kindheit habe ich sehr viel konsumiert, zumindest alles, an das ich rankam, weil ich natürlich lange zu jung war, weil die deutsche Altersbeschränkung für Wrestling ist ja immer so 16, 18, weil da quasi Gewalt realistisch in Anführungsstrichen, ist so, quasi nachgestellt. Und wenn ich dann irgendwie rankam, wir hatten ja auch kein Privatfernsehen, dann habe ich irgendwie so auf Sport 1 oder wie es damals hieß, DLF oder Eurosport, wo das halt irgendwie abends übertragen wurde, wenn wir irgendwo unterwegs waren im Urlaub, im Hotel oder so und es Privatfernsehen gab, habe ich dann geguckt, dass ich irgendwie an Wrestling rankomme und habe mir dann nach und nach, als ich dann 16 wurde, auch DVDs gekauft und
einmal in einem Spanienurlaub, wo es halt irgendwie ab 7 Jahren freigegeben ist, habe ich mir dann dort welche DVDs gekauft. Und so habe ich mir einfach irgendwie meine Affinität dazu aufrechterhalten, war aber lang jetzt nicht mehr so der aktive Gucker. Und dann habe ich gesehen, hey, das kann man streamen. Es gibt so einen Streaming-Dienst von der WWE, dem größten Network, dem größten Entertainment-Hersteller in diesem Genre. Und hab da mal angefangen, halt irgendwie die ganzen Sachen anzugucken. Und ja, ich will was zur aktuellen WrestleMania sagen, aber um das quasi zu erzählen, muss ich ein klein bisschen ausholen. Die WWE hat lange sich so einen Ruf erarbeitet von einer der furchtbarsten Companies. Und ich bin auch nicht so hundertprozentig stolz darauf, dass ich die dadurch unterstütze, das zu streamen. Unter anderem machen die jetzt seit 2 Jahren jedes Jahr 2 Pay-Per-Views in Saudi-Arabien, weil die halt irgendwie mit dem saudischen Königshaus so einen Exklusivvertrag abgeschlossen haben für vermutlich horrend viel Kohle. Was zur Folge hat, dass deren aktuelles oder seit 2 Jahren circa aktuelles Revival des Women's Wrestling, das lange Zeit sehr sexistisch und vernachlässigt war, die versucht haben, das jetzt so ein bisschen in den Fokus zu rücken, den Frauen auch mal ein Main Event bei WrestleMania gegeben haben, also versuchen die einfach wieder ein bisschen, oder nicht wieder, die einfach ein bisschen spannender und besser zu machen. Das ist dann komplett ad absurdum geführt worden, dadurch, dass sie in Saudi-Arabien halt also vollkommen bedeckt quasi wresteln mussten. Ach, die haben aber gewrestelt, oder was? Ich meine, es gab 2, 3 Matches dann in diesen Pay-Per-Views von Frauen, aber es waren fast nur Männer-Matches. Und, okay. Und dann waren es halt auch so Matches, ne, sie haben irgendwie einen saudischen Wrestler in ihrem Roster, der auch nicht so ein richtiger Big Dude ist, also dem man so die Underdog-Rolle auch abkauft und den sie dann beim Greatest Royal Rumble mit 50 Leuten gewinnen haben lassen, das in Saudi-Arabien stattfand. So, ne? Das ist so ein bisschen der Fanfiction Spin-Off, so Fanservice Spin-Off für Saudi-Arabien. So fühlen sich diese Pay-Per-Views immer an. Das ist so, ja, wir machen das jetzt irgendwie hier für euch, eure Lieblingswrestler gewinnen und wir kriegen einen Haufen Kohle und alle sind glücklich. Und das ist so skurril, ne? Das ist mega skurril. Und die Skurrilität hat in den letzten Jahren nicht abgenommen. Es ist immer so, es wird immer mehr so ein Affenzirkus. Und vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Man fragt sich vielleicht, okay, warum guckt ihr überhaupt Wrestling, wenn klar ist, das ist sowieso alles fake und alles gesetzt und die Matches sind von vornherein abgesprochen. Und ich finde, das Interessante darin ist, dass es halt so eine, es ist eine physische Art, eine Geschichte zu erzählen. Ist so vielleicht ein bisschen eher mit Ballett vergleichbar als mit einem Boxkampf. Es ist, du hast eine Storyline und es gibt einen Face, einen Guten, es gibt einen Heel, einen Bösen und die kämpfen um die Vorherrschaft und der Face wird betrogen und belogen und irgendwann schafft er es, sich durchzukämpfen, an der Spitze zu stehen. Er bleibt an der Spitze, aber so langsam irgendwie der Ruhm fängt an, sich fahl und schal anzufühlen und er fängt an, seine Freunde von vorher zu verraten und wird plötzlich zum Heel. Und solche Geschichten sind für mich, es gibt ein sehr, sehr gutes Video von Super Eyepatch Wolf dazu, der das so ein bisschen besser in Worte vermag zu fassen, aber er fängt meine Gefühle dazu ganz gut ein. Und jetzt kommen wir zu WrestleMania 36, die aktuelle WrestleMania, die letzte Woche rauskam. Und jetzt sind wir komplett beim Kern dieses physischen Theaters, weil bisher gab es immer noch ein Publikum, dessen Reaktion sehr schön deine Reaktion verstärkt hat, also meine Reaktion verstärkt hat darauf, mein Empfinden, und ich glaube, das ist bei jedem anderen Zuschauer genauso, ist es einfach in einen Kern eingebettet hat, der das Ganze noch viel erfahrbarer gemacht hat. Und jetzt hatten wir durch Corona ein WrestleMania, das in deren Trainingscenter pre-taped wurde, also nicht mal live übertragen wurde, ohne Publikum, wenn man mal von 2 Hype-Men absieht, die da irgendwo auf einem Balkon standen und hin und wieder mal was gerufen haben. Und das Ganze war noch so viel skurriler, als es eh schon geworden ist in den letzten Wochen und Monaten, Jahren eigentlich, weil es halt eigentlich stumm ist. So, ne? Da sind 2 Leute und man hört das erste Mal wirklich so, sonst hört man ja irgendwie immer ein Johlen und ein Klatschen und ein Buhen oder was auch immer. Und da hört man einfach nur, wie Fleisch auf Fleisch trifft, wie jemand stöhnt und keucht und dann jemand auf eine Matte auftrifft. Hin und wieder sagen sie was.
man muss sagen, im Vergleich zu früher hat sich vieles verbessert, also so rein technisch. Es gibt, früher gab es immer wieder so Momente, wo man auch in den Tapings gesehen hat, wie sie sich absprechen, also wie sie quasi sich gegenseitig was zuflüstern. Hier konnten sie komplett ohne Flüstern oder so auskommen. Es ist schon echt cool, wie die einfach so aufeinander reagieren können und das stumm, ne? Also nur vielleicht mit irgendwelchen so durch Augen oder halt Gestik irgendwie versuchen, was anzudeuten, was dann, worauf der andere dann quasi reagieren kann. Es ist interessant, das ohne Publikum zu sehen, weil es so ein bisschen den Sport in Anführungsstrichen, der dahinter steht, weil es ist ja trotzdem was wahnsinnig Athletisches, was diese Leute da tun, so viel mehr in den Fokus rückt. Das war super interessant, das unter diesem Aspekt zu sehen. Was sie dann noch gemacht haben, war cinematische Matches. Ich will nicht zu sehr auf einzelne Matches eingehen. Ich muss auch noch sagen, dieses WrestleMania war auf zwei Abende verteilt, jeweils drei Stunden. Ursprünglich, also WrestleMania hat sich über die Jahre hinweg immer verlängert und verlängert und verlängert. Ich habe mal geguckt, das erste WrestleMania war, glaube ich, nur 3 Stunden lang. Und jetzt ist es bei 6 Stunden angelangt. Wobei es durchaus schon WrestleManias gab, die so lang waren. Also die 24, an das ich mich gut erinnern kann, weil es das erste war, das ich gesehen habe, war, glaube ich, auch 5,5 Stunden lang. Also die sind schon sehr, sehr, sehr lang, diese Events. Und das war es auf 2 Abende verteilt. Interessanter Move. Man könnte sagen, okay, dann versuchen sie mit Pay-Per-View in den USA halt noch mehr Kohle abzustauben. Valide, ja, kann man sagen. Kann man so sehen. Ich fand es aber, also ich meine, ich habe es nicht live in Anführungsstrichen, war ja nicht live übertragen. Es wurde ja einfach auf deren Streaming-Plattform freigeschaltet. Von daher hat es für mich keinen Unterschied gemacht. Ich habe es trotzdem ein Stück angeguckt, also fast am Stück. Keine Ahnung. Also kann man es kritisieren oder nicht, mir ist es eigentlich wurscht. Aber beide Abende waren quasi angelegt wie ein normales Pay-Per-View. Das heißt, du hast ein Match, mit dem aufgewärmt wird, dann hast du in der Mitte quasi, es steigert sich und steigert sich und steigert sich und am Ende hast du das große Match. Und das fand ich cool, weil die Cards waren tatsächlich sehr, sehr durchmischt. Also es gab sehr, sehr viele Grudge-Matches, sehr viele Matches, die quasi eine Geschichte haben, die dorthin aufgebaut ist, die sich quasi über dieses ganze Jahr von der letzten WrestleMania bis zu dieser aufgebaut hat und aufgebaut hat und aufgebaut hat und jetzt zu ihrem Ende kommt. Und die hatten dieses Jahr sehr, sehr viele Matches von der Sorte aufgebaut. Und ich fand interessant, wie die es quasi geschafft haben, 2 Abende, eigentlich 2 Pay-Per-Views draus zu machen, die einfach sich so angefühlt haben wie ein normales Pay-Per-View. Das war eigentlich cool. Das war so ein bisschen, okay, ich krieg 2 zum Preis von einem. Und an beiden Abenden stand am Ende, nee, stimmt nicht ganz, am ersten Abend stand am Ende eins dieser cinematischen Matches. Und das war Undertaker, der zurückkommt gegen AJ Styles, einen relativ neuen Wrestler. Aber Undertaker kann man sicherlich kennen, ist, glaube ich, der bekannteste Wrestler schlechthin, würde ich behaupten. Jetzt mal abgesehen von The Rock oder so. Ja, oder Hulk Hogan oder, ja, klar. Ich meine, es gibt schon andere bekannte. Aber er ist so, ich würde sagen, von den Aktiven ist er der bekannteste. Immer noch. Er ist ja nicht mehr wirklich aktiv, er ist eigentlich schon lange in Rente, aber ist halt mal wiedergekommen. Und er hat ein Grudge-Match gegen AJ Styles, der ihn halt irgendwie über Monate hinweg beleidigt hat und gesagt hat, ja, du, deine Frau hasst dich und der übliche Schmuh halt. Und sie haben es tatsächlich auf einem Friedhofsset gedreht. Und es war, ne, also mit, sie haben halt wirklich mit Camera-Angles, es war eigentlich wie eine Kampfszene aus einem Film. Es war eine relativ, also vergleichsweise natürlich noch schlechter geschauspielerte, aber man merkt halt so, okay, Wrestling geht ja bis zu einem gewissen Grad schon so weit, dass die sich wirklich hauen. Also die treffen schon aufeinander auf. Klar, manche Sachen sind telegraphed, manche Sachen werden nicht connecten, sie schlagen sich nicht mit der bloßen Faust ins Gesicht, das ist schon klar. Aber es fühlt sich irgendwie an wie eine Kampfszene aus einem Film, bloß halt ein bisschen goofier. Und das war der erste Abend, das Ende des ersten Abends. Und es hat sich sehr, sehr klimatisch, also sehr, sehr cool angefühlt irgendwie. Es war echt, echt cool. Und beim zweiten gab es dann ein Match zwischen The Fiend. Das ist so ein bisschen der neue absolute Heel, der Dämon, der irgendwie von Bray Wyatt gespielt wird, der da so im Hintergrund irgendwie alle Wrestler kaputt macht und noch nie besiegt wurde. Und der hat ein Match gegen John Cena in, was man nur beschreiben kann, als einen gewollten Fiebertraum. Also viele Leute haben es beschrieben, also, und das wird auch immer so aufgebaut, andersrum, der Typ sellt nicht. Das ist quasi so der Witz. So, Wrestling lebt davon, dass einer die Schläge einsteckt und auch so tut, als würden quasi, also so einer schlägt zu, der andere tut so, als würde ihm das wehtun, was gerade passiert ist. Und der Fiend tut das nicht.
So, der steckt ganz viele Attacken ein und dann steht er auf, als wäre nichts gewesen. Das ist quasi der Witz. So ein bisschen die alte Undertaker-Masche, der halt immer wieder wie der Deadman sich hoch, so in diesem Freitag der 13. Ding, sich wieder hochkämpft und einfach weitermacht, als wäre nichts passiert. Und das tut der Fiend gerade, aber ich würde sagen, noch krasser als der Undertaker. Also wirklich so, okay, das hat alles überhaupt keine Wirkung. Und jetzt hat er ein Match gegen John Cena, das quasi darin bestand, dass er einfach die Karriere von John Cena wiedererzählt hat, aber quasi sich selbst als verschiedene Charaktere in dieser Karriere verkleidet hat. John Cena durch seine ganzen alten Verkleidungen, durch seine ganzen alten Personas irgendwie durchgejagt hat. Und das manchmal quasi so war wie so ein Mind-Control-Ding, dass John Cena einfach quasi in die Kamera reinläuft und so tut, wie wenn es 1990 wäre und er in seiner Gangster-Rapper-Rolle zurückgefallen wäre. Und dann plötzlich realisiert er, ah nee, ich bin ja gerade in einem Match gegen Bray Wyatt, und dann versucht er ihn zu pinnen und plötzlich sind sie woanders. Und das war, glaube ich, so ziemlich das Interessanteste, was ich... Es war so, wie diese Einspieler, die sie zwischen reinbringen. Also bevor so ein großes Match kommt, bringen die ja schon seit ewigen Zeiten diese Einspieler, wo sie einfach für alle Leute, die jetzt nicht jeden Montag Raw gucken und jeden Donnerstag SmackDown, damit die Leute einfach verstehen, was eigentlich jetzt so der Hintergrund ist von diesem Match. Und es war eigentlich so wie ein Einspieler als Match. So hat sich das angefühlt. Und es war super interessant. Und dann kam danach leider das Main Event des Abends, was schon länger gehypt wurde, was ich ein bisschen schade fand, weil das dann sehr, also es war dann auch sehr kurz, das Match, das war nur 10 Minuten lang. Es ging um einen der größten Titel eigentlich auch, nämlich den, ich glaube, es war das Universal Champion, ich weiß es schon gar nicht mehr, einer der ganz großen Titel. Und es war so, ja, okay, keine Ahnung. Es kam bis nach diesem sehr coolen, sehr interessanten und innovativen Match irgendwie, Match in Anführungsstrichen, weil eigentlich nie wirklich gekämpft wurde. also es war dann eher so, nee, mittel. Sehr antiklimatisch war der zweite Abend. Genau, sonst, also einzelne Matches, es sind so viele, ich kann jetzt nicht auf alle eingehen. Ich fand sehr cool, dass so ziemlich alle meine Lieblingswrestler vorkamen, die ich mir so jetzt über dieses Jahr so zusammengeguckt habe, die ich mag, deren Storylines ich gut finde. Ich muss aber sagen, dass die WWE hier mal wieder bewiesen hat, dass dieses Long-Term-Story-Erzählen nicht unbedingt ihre Stärke ist. Und ich glaube, das Einzige, was jetzt in diese Richtung irgendwie gut funktioniert hat, war eben dieses Match mit John Cena, bei dem man zumindest diese Illusion von Long-Term-Story versucht hat, aufrechtzuerhalten oder zu erwecken, dadurch, dass quasi diese lange Geschichte erzählt wurde, die aber natürlich nicht zusammenhängt, weil quasi nur die Geschichte von John Cena allein erzählt wurde und nicht seine Geschichte mit Bray Wyatt, gegen den er halt irgendwie davor ein Match hatte, mal vor ein paar Jahren. Und das wird dann so aufgezogen als, oh ja, du hast mir mal eine Chance genommen und so. Die hatten nie einen großen Grudge, die hatten nie irgendwie viel Stress miteinander. Es war mehr so, Bray Wyatt wurde damals aufgebaut, dann kam John Cena und hat ihn kaputt gemacht, weil das halt John Cenas Ding war damals. Ja, und das ist, glaube ich, mein größtes Problem, abseits von diesem Saudi-Arabien-Ding und sonst was mit der WWE, dass sie es einfach nicht schaffen, diese Stories lang zu planen, dass sie nicht in der Lage sind zu sagen, okay, wir fangen jetzt was an, was wir vielleicht in 4 Jahren, in 5 Jahren gut wieder einholen und quasi rund machen, zu einer Geschichte machen. Und das ist was zum Beispiel im japanischen Wrestling viel besser funktioniert. Das Problem, das ich damit habe, ist aber, dass ich kein Japanisch spreche. Und es wenige, und jetzt komme ich zum Schluss meines sehr langen Ausholens hier, und ich hoffe, das war nicht zu lang für diejenigen, die sich das jetzt angetan haben. Ich bin nicht stolz darauf, die WWE zu streamen, aber es ist so ziemlich die einfachste und zugänglichste und bekannteste Art für mich, Wrestling zu gucken. Und ich mag einfach Wrestling. Da schäme ich mich auch übrigens nicht dafür. Das ist, es ist dumm und goofy, aber es erzählt eine Geschichte auf eine interessante Art und Weise. Es ist für mich ein super Weg, auch mein Hirn abzuschalten und einfach irgendwas zu gucken, was keinen großen Impact auf mein Leben haben muss, wenn ich sowas, das ist einfach nur so Berieselung, und da ist die WWE tatsächlich so ziemlich der Beste dafür. Bei allen Schwächen, die sie haben, diese blöde Berieselung mit ein paar Momenten, wo man denkt, yo, das ist echt Hype, da sind die halt einfach immer noch die Besten. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Falls hier jemand zuhört und sagt, yo, du hast überhaupt keine Ahnung, guck dir doch mal hier, keine Ahnung, Ultimate Wrestling oder wie auch immer die anderen alle heißen, an, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, weil ich bin halt auch so faul, dass ich sage, okay,
Ich gucke jetzt halt die, die ich kenne. Bis zum gewissen Grad. Ja, ist ja auch irgendwo verständlich. Ja, ja. So, das ist mein Assessment zur WWE, zur WrestleMania. Könnt ihr gerne noch irgendwie kommentieren, falls ihr das interessant fandet, falls ihr es euch angehört habt. Oder könnt mir auch sagen, dass ich es lachen soll, dann lasse ich es. Aber ich würde gerne irgendwie, wenn es wieder ein interessantes Pay-Per-View gibt, das ist sehr hervorgestochen, eben wegen dieser Corona-Sache. Aber wenn es wieder was gibt, dann würde ich sehr gerne wieder darüber reden. Und das wirst du. Dann machen wir einen Trenner und dann geht's weiter mit deinem Film. Yay! Ja, und dann mache ich jetzt weiter mit einem Film, den nur ich gesehen habe, nämlich einem neuen Netflix-Drama namens Tiger Tail. Das ist unter der Regie von Alan Yang. Und jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ich glaube, es ist sein Regiedebüt. Der hat davor, war der hauptsächlich so als Autor und Producer tätig, ganz viel für Parks and Recreation zum Beispiel. Ah, oh, cool. Yes, genau, ist sein erster Film und glaube ich auch eine sehr persönliche Geschichte. Es handelt von einem taiwanesischen Mann. Es ist so ein bisschen in zwei Zeitebenen erzählt. Ein großer Teil spielt als junger Mann. Also die Rahmenhandlung ist, dass er sich als alter Mann an sein Leben zurückerinnert und als er ist im Laufe seines Lebens von Taiwan in die USA ausgewandert. Also wir haben so diese Immigrant-Story und erfahren also immer in Flashbacks, wie so sein Leben in Taiwan und dann bis zur Auswanderung. Und in der heutigen Zeit sehen wir ihn halt als alten Mann. Gespielt übrigens von Zi Ma, der auch den Vater in The Farewell gespielt hat. Ah. Und den Vater in Mulan spielen wird. Ah, oh, ein Vater, also ein Typecast-Vater. Ein Typecast Asian Dad. Ja, der jetzt Probleme hat mit seiner dann in Amerika aufgewachsenen Tochter zu bonden, also irgendwo so eine Gemeinsamkeiten zu finden und nicht so richtig glücklich damit ist, wie sein Leben verlaufen ist und versucht damit klarzukommen. Und ja, in dieser Flashback-Geschichte verbringe ich halt am Anfang sehr viel Zeit damit, wie er halt als junger Mann eine sehr romantische Beziehung zu einer Frau hatte, die aber aus einem besser betuchten Elternhaus kam als er. Das war so eine Mismatched-Beziehung. Und wie er sich dann am Ende, also sein Traum war es immer, in die USA auszuwandern und halt was Besseres aus seinem Leben zu machen, als die Möglichkeiten, die er da in diesem Dorf in Taiwan hatte. Und eines Tages in der Fabrik, in der er arbeitet, kommt halt sein Chef auf ihn zu und sagt, hey, wir suchen einen Ehemann für unsere Tochter. Du bist ein fleißiger junger Mann. Dein Traum ist es, in die USA auszuwandern, aber du hast keine finanziellen Möglichkeiten, das zu tun. Und der Deal ist quasi so, hey, heirate meine Tochter und ich ermögliche euch beiden das Auswandern in die USA. Und das ist dann, was er am Ende wählt, auch weil er dann seine Mutter nachholen will, damit die nicht mehr arbeiten muss in ihrem hohen Alter, was sie halt da noch muss in Taiwan, weil sie sonst was nicht überleben würde. Und dann entschließt er sich quasi, seine Freundin sitzen zu lassen, diese arrangierte Ehe einzugehen und mit dieser Frau, die er eigentlich nicht kennt, mit der er gerade verheiratet wurde, in die USA zu ziehen und da diese ganze Immigrant-Experience durchzumachen. Und das ist, worum es dann im Film am Ende geht, so diese Immigranten-Geschichte in den USA parallel zu dem alten Mann, der dann reflektiert über dieses Leben, was ist alles wert, wie kann er irgendwie diese Beziehung zu seiner Tochter in den Griff kriegen. Und ja, vielleicht sehen wir dann irgendwann über den Verlauf des Films auch seine erste große Liebe wieder. Ich mochte den Film ziemlich, aber die zwei Teile haben ein starkes Gefälle für mich. Also ich war ein sehr großer Fan von der gesamten Geschichte des jungen Mannes, der Romanze, die er da in Taiwan hat, die wirklich, also die Chemie zwischen den beiden Schauspielern ist unfassbar gut. Es ist wunderschön inszeniert. Also es ist eine wahnsinnig romantische und knisternde Beziehung, die man da über eine lange Zeit erzählt kriegt. Und die beiden sind sehr charismatisch und es macht mega viel Spaß, das mit den, also diese Geschichte dieses jungen Mannes da durchzumachen und da dann auch, ne, der Herzschmerz, wenn er dann diese fatale Entscheidung trifft, dann auszuwandern, diese Immigrantengeschichte. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Im Kontrast dazu fand ich dann aber, dass alles, was jetzt mit dem älteren Mann zu tun hat, der Beziehung zur Tochter und so weiter,
dann schon fast sehr steif und, naja, so ein bisschen clumsy, kunstfilmartig gemacht war. Also bewusst sehr statisch, bewusst sehr grau in grau und so weiter. Mir ist klar, dass dieser Kontrast da sein sollte, aber der Kontrast war für mich so drastisch, weil halt die eine Story so mich so gepackt hat und die andere Story mich halt total kalt gelassen hat und in ihrer Steifheit lang nicht so packend war wie der Rest vom Film. Und das fand ich ziemlich schade, weil der Film dadurch schon ziemlich uneben ist. Was ihn aber, finde ich, wert macht anzuschauen, ist diese Geschichte des jungen Mannes und dann letztendlich, also die Geschichte zu seiner Tochter, das hat mich alles total kalt gelassen, das hätte man fast aus dem Film schneiden können, hätte ich nicht vermisst. Auch wenn es prinzipiell eine gute Geschichte ist, ich fand es halt einfach von der Inszenierung und auch vom Schauspiel her, die Chemie hat da lang nicht so gestimmt und es war auch nicht so feurig und effektiv geschrieben wie jetzt der Rest, wie jetzt die Geschichte des jungen Mannes. Aber für die Geschichte des jungen Mannes lohnt sich, finde ich, der Film zu sehen und dann, wenn der alte Mann dann anfängt, nach seiner alten Liebe zu suchen und so weiter, wenn diese Storyline wieder reinkommt, dann hat mich der Film vollgepackt und zu Tränen gerührt und so weiter. Das war dann richtig gut. Also dafür, für dieses Element lohnt sich der Film, finde ich sehr, auch weil es natürlich eine sehr persönliche Erzählung von dieser Immigrantengeschichte ist. Und der, finde ich, sehr, sehr effektiv darstellt, sehr effektiv nachvollziehbar macht, wie es wohl ist, wenn man so ganz fremd in ein neues Land kommt und sich irgendwie das ausgemalt hat, das ist das Traumziel und so weiter und da kann ich mein Leben verwirklichen und dann gibt es diesen harten Moment, wo sie dann in New York, glaube ich, ankommen und vor so einem abgefuckten Gebäude stehen und in die Wohnung reinkommen. Das ist halt so ein Einzimmer-Apartment, das halt total runtergekommen ist. Und dann sitzen sie da halt beide, kennen sich kaum, sind verheiratet und sprechen die Sprache nicht und sollen jetzt hier irgendwie sich ihr neues Leben aufbauen. Also dieses Gefühl, das bringt der Film schon sehr effektiv rüber. Und das ist, glaube ich, nicht schlecht, weil, also ich fand das total spannend, diese Erfahrung mal mitzumachen in filmischer Form. Also dafür lohnt sich der Film schon, es fühlt sich wahnsinnig persönlich an, schön gemacht, aber wie gesagt, sehr uneben, was diese zwei Erzählwelten halt angeht. Das heißt, durch die eine muss man halt so ein bisschen durch, um den guten Teil zu kriegen. Deswegen ist es jetzt kein so ein super leidenschaftliche Empfehlung, aber gerade ein kleines, spannendes, persönliches Netflix-Drama, das finde ich unterstützt gehört. Deswegen schaut euch den an. Er lohnt sich, zu einem großen Teil. Ja, also ich habe den nicht geguckt, weil ich dachte, okay, das halte ich es nicht aus. Ich habe gesehen, wie er beworben wird und das ist keine Storyline, die ich jetzt angucken will gerade. Obwohl ich mir sicher bin, dass er, also jetzt nach deiner Review habe ich umso mehr Bock, den irgendwann mal anzugucken, aber jetzt gerade glaube ich, bin ich nicht in der Verfassung. Ja, einfach mal auf die Watchlist setzen und dann irgendwann mal drüber stolpern und sich denken, hey, ja, da war doch was. Ja. Und dann würde ich sagen, spielen wir einen Trenner und dann quatschen wir beide nochmal zusammen über einen Netflix-Film. So, Dein Zuhause gehört mir oder The Occupant oder Hogar im spanischen Original ist ein spanischer Film von David Pastor und Alex Pastor, Brüder aus Barcelona. Der Film spielt in Barcelona. Witzig übrigens, habe ich gerade gesehen, während du über Tiger Tail, nicht ja. Tiger King. Tiger King, genau. Tiger Tail gesprochen hast. Die Brüder haben einen Film gemacht, The Last Days, 12 Wochen später, Los Últimos Días. Und es ist quasi 28 Days Later, aber halt in Barcelona. Und es geht um eine Seuche, die Leute daran hindert, rauszugehen. Kann man den irgendwo schauen? Er kam 2013 raus. Ich bin mir nicht so richtig sicher, wo man ihn streamen kann. Ist vielleicht auf Amazon. Ja, auf Amazon kann man ihn renten. Auf Prime. Das klingt ja schon interessant. Ja, halt natürlich deutsch gedubbt. Aber ja, genau. Ja, jetzt reden wir über, das wollte ich nur so ein witziger kleiner Fun-Fact, weil Netflix natürlich Corona, hinter Corona steckt und das alles nur inszeniert hat, Pandemic zu boosten. Dein Zuhause gehört mir, ist bescheuerter Titel, aber sau bescheuert. Passend trotzdem irgendwie. Es geht um Javier, gespielt von Javier Gutierrez.
Und Javier ist ein CEO einer Haushaltsgerätefirma, der dann gehen muss, der seinen Job verliert und entsprechend sein Haus nicht mehr bezahlen kann, seine Familie so zwar noch ernähren kann, also ist schon noch alles okay, aber sie können natürlich nicht mehr in dem Maße leben, in dem sie vorher gelebt haben. Und als er irgendwie nach einem 10. Gescheiterten Bewerbungsgespräch sein Auto, seinen teuren BMW kaputt tritt, merkt er, dass da noch der Schlüssel drin liegt, den seine ehemalige Haushälterin bzw. Kinderbetreuung ihm ins Gesicht geworfen hat, als er sie im Auto gefeuert hat. Und nutzt dann diesen Schlüssel, um in das Haus einzudringen, in die Wohnung einzudringen, die er halt zuvor bewohnt hatte mit der Familie. Und fängt an, in das Leben der Familie einzudringen, die dort lebt. Die neuen Bewohner. Die sozusagen. Neuen Bewohner, genau. Mehr kann ich jetzt nicht verraten. Ist ein ja. Psycho-Thriller, der, wie man vielleicht erwarten könnte, auch irgendwann einen Twist hat, bei dem es dann auch anfängt, zur Sache zu gehen. Und ein ziemlicher Slowburn, weil er relativ lang ist. Und wie fandest du diesen denn? Also, es ist ein Slowburn, aber ich fand ihn jetzt nicht so krass slowburny, wie viele geschrieben haben. Wir sind halt auch einfach anderes gewöhnt, weißt du? Ja, das stimmt. Und was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte in den ganzen Reviews, die ich dann danach gelesen habe, war, dass der Film die ganze Zeit mit Parasite verglichen wurde. Ja. Und ich kann das auf der Oberfläche natürlich wieder sehen, weil auch hier geht es um jemanden, der sich quasi in das Leben und Wohnen einer in dem Fall besser gestellten Familie einnistet, mehr oder weniger, aber halt ganz anders. So, aber es ist ja auch ein großes Haus mit offenen. Ja, aber es ist halt nur so auf der Oberfläche, ja, weil total. Im Parasite geht es halt irgendwie drum, dass dass die Familie das aus ökonomischer Not tut, jetzt erstmal angefangen da und dann, wohin das eskaliert ist dann sehr viel komplexer als alles, was hier in diesem Film passiert, wo es halt der Typ nur aus so verletztem Stolz und Neid und, ja, wie soll man sagen, also das ist halt, er macht das halt quasi zu seinem neuen Projekt, weil er es nicht überwinden kann, dass er nicht mehr das ist, was er mal war, so dieser Status, dass er diesen Status verloren hat, so, ne? Also die Ausgangslage ist ja eine komplett andere als Parasite. Also ich kann diesen Vergleich nicht so wirklich nachvollziehen. Und Parasite ist ja auch moralisch viel komplexer. Hier verfolgen wir einen Psychopathen dabei, wie er Stück für Stück das Leben von einer Familie oder von einer Person vielleicht erstmal ruiniert, um sich einen Status zurückzuangeln, von dem er glaubt, dass er ihm unrechtmäßig genommen wurde. So. Naja, also da spielt ja auch immer so dieses mit, er ist der Überzeugung, dass die Familie oder vor allem der Familienvater, der jetzt da mit seiner Familie wohnt in seiner Wohnung, das nicht verdient hat. Das hat er sich erarbeitet und dieser Typ hat es sich nicht verdient, sein Leben zu führen. Ja. Und er krallt sich das jetzt so zurück. Naja, also das ist ja einfach ganz anders als, naja, wie auch immer. Ich höre auf, mich drüber aufzuregen. So. Ist, ja. So, es ist ein, finde ich, so super solider Psychothriller. Ich mochte auch diesen Film ziemlich, bis zu einem gewissen Grad. Er ist weitaus finsterer mit der Zeit, als ich es erst erwartet hatte, tatsächlich. Und der hat schon durchaus auch hier so ein paar Twists and Turns, die sind schon sehr fucked up. Also es gibt dann, kommt später ein Charakter dazu, der das in so eine so eine abgefuckte Dimension abgleiten lässt, was dieser Typ macht. Da saß ich dann schon teilweise so vorm Fernseher und hab mir gedacht, Alter, was geht denn jetzt? Es ist ein spannendes moralisches Hin und Her, was dieser Film mit dem Zuschauer so ein bisschen macht. Man fängt ja durchaus an, auf seiner Seite zu sein, so, weil man halt diese Frustration nachvollziehen kann, so dieses, gerade diese ganzen Bewerbungsgespräche, die er durchmacht und dieses, wie unmenschlich diese Abweisung dann ist, so, ne? Also, das ist schon sehr, sehr unangenehm effektiv inszeniert, so, ne? Ja. Diese ganzen Abweisungen und Erniedrigungen, die er durchmachen muss. Und dann ist es halt spannend zu sehen, wahrscheinlich von Zuschauer zu Zuschauer, wann der Moment kippt, wo man ihn dann als Antagonist des Films erkennt irgendwann. Ja. Das ist wahrscheinlich das spannende soziale Experiment, was man mit jedem einzelnen Zuschauer machen könnte. Ja, und das ist spannend. Er ist fucked up. Er hat einige, finde ich, Logiksprünge, mit denen man mitgehen muss, die man mitmachen muss. Zum Ende hin werden die auch mehr und auch ein bisschen höher. Ja, und gravierender, ne? Ja. Wo dann Charaktere ihm halt schon sehr leichtgläubig einfach alles am Mögliche abkaufen.
wo dann sein Plan halt nicht mehr nur daraus besteht, dass er irgendwas machen kann, was er unter Kontrolle hat, sondern auch wie andere Leute reagieren. Und da spielt ihm, sage ich mal, das Glück oder das sind eher so Script schon sehr in die Hände. Palpatine in Episode 3 Level von Mastermind Plan. Ja, genau. Na, muss man sich halt drauf einlassen und dann ist es so ein bisschen sowas, so eine gute Version von einem Airport-Novel-Thriller, so, ne? So ein bisschen Futter für den Krimi-Liebhaber, für den Thriller-Liebhaber in einem. Was ich super interessant finde eigentlich, weil, wenn man guckt, Reviews von Menschen mit spanischem Namen, mit spanischem Hintergrund auf Letterboxd sind eher negativ bei diesem Film. Ah, und ich frage mich, ob das so ein bisschen so die spanische Version des Tatorts ist für die. So fühlt es sich ein bisschen, also keine Ahnung, weil ich meine, Tatort gibt es ja auch immer wieder Folgen, bei denen sie halt schon interessante Genre irgendwie aufgreifen und also durchaus auch gute Filme machen, so. Insofern mag vielleicht nicht ganz unpassend sein. So, ich fand ihn auch cool. Es ist schon, wie du gesagt hast, Streaming-Futter eher. Also so, ja, ne, muss irgendwas gucken. Ja, diesen Film gucke ich mal vielleicht an. Ich glaube, er profitiert auch davon, ihn im Original mit Untertiteln zu sehen, weil ich habe gesehen, dass die ganzen Dub-Versionen davon eher ziemlich kacke sein sollen. Das, glaube ich, auch viele Bewertungen runtergedrückt hat. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich nicht so der absolute Thriller-Fan aller Zeiten. So, der muss schon was wirklich Interessantes und Cooles machen, um mich mitzunehmen. Und der war irgendwie eher so, na, ja, war cool. Aber ja, also auch auf dem Fantasy-Filmfest zum Beispiel, wo ich ihn auch durchaus sehen würde. Also ja, voll. Da wird er gut reinpassen. Da wäre er jetzt eher so in der Mitte gelandet bei mir jetzt so, ja. Eher einer von denen, die ich dann irgendwann vergessen hätte, so wie die ganzen koreanischen Thriller, so, ja, okay. Irgendwann. Ja, der fällt schon sehr gut in diese Kategorie, das wäre so ein Fantasy-Filmfest-Starterfilm. Ja, ja. Tag 4, der erste Film am Tag. Genau, so, ne? Genau, so einer ist das, ja. Häufig auch tatsächlich spanischsprachige, wenn ich so mal drüber nachdenke. zumindest letztes Jahr. Aber ja, also, das muss ja nicht schlecht sein, er ist ja trotzdem cool und irgendwie, ich weiß gar nicht, warum du den, also, der ist ja gar nicht mal so wahnsinnig neu, ne? Der ist ja eigentlich schon seit 2 Wochen draußen, wenn ich das richtig sehe. Ja, keine Ahnung, ich bin drüber gestolpert oder der wurde mir halt empfohlen wahrscheinlich, was haben wir, ach genau, The Decline habe ich ja letzte Woche besprochen. Ah, okay. Und ich glaube, im Zuge dessen wurde mir der empfohlen, habe ich gedacht, kam der auch gerade erst raus? Ah ja, okay, ist noch relativ neu, ja, dann packe ich den mal dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das neu ist, aber Netflix bringt gerade schon sehr viele Thriller raus, ne, mit hier The Decline, The Platform, der jetzt. Und das ist ja schon, also, wie du gesagt hast, das ist so ein bisschen, für mich ist es total wie Streaming-Futter, wie Fast-Food, so, ne. Das ist so, der Genre-Liebhaber in mir kann so einem Film total viel abgewinnen. Und dann ist es so ein guter Genre-Snack für zwischendurch, ne? Ja, auf jeden Fall. Nicht mehr, nicht weniger. Und Er hat keinen nachhaltigen Effekt auf einen, wo man denkt, oh mein Gott, was für ein furchtbarer Mensch, sondern ja, okay. Ja, und vor allem das Ende ist halt so, ja, ne? Das, ja, klar. I get it. Also was den Unterhaltungswert dieses Films, oder nur Unterhaltungswert in Anführungszeichen, wenn man so ein bisschen fucked up ist wie ich und halt aus unangenehmen Gefühlen irgendwie Unterhaltung zieht, was halt dieser Film sehr effektiv macht, sind so diese ganzen Momente, wo du halt mit ihm dabei bist, wenn er irgendwelche Charaktere hinters Licht führt und du einerseits hast du die ganze Angst, dass er entdeckt wird, andererseits findest du es total abgefuckt, was er macht und so und du bist halt in so einem ganze Zeit so in so einem Zustand. Ja. Und das macht der Film schon sehr effektiv. Das stimmt, ja. Ne? Also das sind auch die besten Momente, würde ich sagen. Total, ja, ja. Und gerade wo das Ganze dann anfängt eben so zu kippen, wo dann auch der Charakter, den er da am meisten damit schadet, merkt, was passiert oder anfängt zu vermuten, was passiert. Da, also diese unangenehmen Momente, die sind schon sehr effektiv gemacht. Das sind auch alles Momente, die ich schon so einige Male gesehen habe in anderen Filmen. Aber sowas funktioniert für mich schon einfach immer wieder aufs Neue, weil ich, keine Ahnung, das kriegt mich halt. Da zieht sich bei mir alles zusammen, da sitze ich zusammen gekauert im Sessel und denke und denke mir dann hinterher, puh, das war ein Erlebnis und next please, so, ne? Ja. Und genau so eine Art von Film ist es. Völlig solide, wenn man es mag. Das scheint so ein bisschen das Thema dieser Woche zu sein, oder? Ja, ja. Ich meine, ja. Völlig Tiger solide. Tiger Tail ist irgendwie das krasse Gegenteil davon. Ne? Das ist dieselbe Art von Futter für die Arthouse-Drama-Crowd. Ne?
Und der ist so von diesen ganzen Netflix-Thrillern, die in dieser Art rausgekommen sind, wie The Decline und so weiter, der ist halt ist so The Platform, ist halt der weitaus beste, der da bisher rauskam. Mhm. Aber wenn man The Platform schon gesehen hat und wenn man The Decline gesehen hat, was der Dex-Beste ist, dann ist das hier so der solide Nachfolger. Okay. Ja, wenn die anderen zwei irgendwann mal vielleicht, aber ich gucke jetzt gerade tatsächlich die Marvel-Filme wieder an. Aha, okay. So in chronologischer Reihenfolge, weil das ein paar Leute in meinem Freundeskreis ist angefangen haben und mit Disney Plus ist das natürlich sehr einfach. Mhm. Ja, mal schauen, wie weit ich komme, bis ich keinen Bock mehr habe. Captain America ist der erste in der chronologischen Reihenfolge und der ist ja schon nicht gut gealtert, muss ich sagen. Von daher möchte ich auch irgendwie, ja, ich bin irgendwie gerade streamingmäßig auch woanders, muss ich sagen. Ich gucke gar nicht so aktuelle Sachen an gerade, sondern eher so, ja, was halt schon länger raus ist eigentlich. Mhm. Das zweite Mal. Ja, ich meine, das ist ja auch das Schöne jetzt, wo man die Zeit hat. Ja, stimmt. Kann man das ja tun. Genau, ich muss das immer, ich hab gemerkt, ich muss das immer so ein bisschen balancen. Für das habe ich mir vielleicht auch durch den Podcast antrainiert, aber ich finde es immer dann am, oder wenn ich jetzt komplett frei bin, mir einen Film auszusuchen, so, ne, ich muss keinen Film für einen Podcast anschauen oder keine Ahnung, weil ich irgendeinen anderen Grund habe, dann fällt es mir total schwer, jetzt irgendwas auszuwählen, weil es halt Tausende sind, die ich auf irgendwelchen Listen habe. Ja. Und deswegen ist es ganz gut, wenn ich hier immer für die Reviews mir überlegen muss, hey, was kommt denn gerade aktuell raus? Dann bin ich so ein bisschen auf dem aktuellen Stand und dann kann ich so meine Watchlists nebenher abarbeiten. Und das klappt gerade ganz gut. Und jetzt habe ich ja nur noch eine weitere lange Watchlist mit den ganzen Disney-Animationsfilmen, die ich noch nicht gesehen habe. Die jetzt auf Disney Plus alle auf meiner Liste sind. Oh ja, oh ja. Yo, dann danke fürs Zuhören, liebe Leute. Es hat uns wieder sehr gefreut, eine Review-Episode rauszubringen diese Woche. Trotz Kinopause gibt es ja immer genug zu sehen. Und lasst uns doch wissen, wie ihr es fandet. Planet Film Geek auf allen möglichen sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram. Könnt uns auch gerne schreiben auf planetfilmgeek@gmail.com. Und wir hören uns dann das nächste Mal. Bis dann. Bis dann.